Heute ist Donnerstag, der 20. Mai und kurz vor dem Pfingstwochenende wollte ich mit euch einfach bei diesem herrlichen Blick hier auf den Weltschifffahrtsweg, über die Dächer Dunens, ein bisschen über das Wetter plaudern. Ja? Also heute sind richtig schöne, warme, naja, warme, aber auf jeden Fall herrlicher Sonnenschein ist angesagt bei Temperaturen um 13 Grad. Nicht sonderlich windig, Wind aus westlicher Richtung. Und der dreht dann letztlich aus südlicher Richtung kommt um. Und es wird einfach wahrscheinlich ein richtig schöner Tag, denn 8,5 Sonnenstunden sind angesagt. Morgen Freitag und Samstag sind das Wetter nicht mehr ganz so schön aus. Es ist leider gar keine Sonne angesagt, aber dafür sehr, sehr viel Regen. Ebenfalls so um Temperaturen um 13 morgen. Aber übermorgen dann sogar auf 10, 11 Grad fallend. Und am Sonntag soll dann wieder die Sonne kommen, wenn allerdings auch nur recht wenig. Ja. Jetzt aktuell um 8 Uhr haben wir ja, das Wasser hier vorne. Ich glaube, das kann man erkennen, ne, dass das Wasser hier vorne ist. Hinter dem Dach hier vom Schwimmbad. Und ja, also Pfingsten könnte so ein Stück weit ins Wasser fallen. Das ist echt schade. Aber was soll man machen, ne? Wetter ist Wetter. Das Ahoi-Bad soll auch in den nächsten mehreren Tagen wieder öffnen, heißt es. Ich habe was vom 30.05. gehört. Das wäre natürlich noch ein bisschen hin, aber ja, ein Lichtblick, ne? Sonst zu erzählen gibt es, ich habe gestern eine kleine. Ja, einen Wattspaziergang gemacht. Ne? Das war nicht weit, aber es war einfach mal wieder im Watt zu sein. Ich habe euch mitgenommen bei einem Livestream. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, auch jetzt nochmal so die Bitte an euch. Ich habe zwei andere Kanäle noch, bei denen ich auch unheimlich gerne livestreamen würde. Das eine ist der Kanal für Alleinerziehende. Da findet ihr ein Video jetzt hier rechts unten zu. Und dann der Kanal Lebendige Zukunft. Da geht es um alles, was euch das Leben entspannter, leichter, fröhlicher macht. Und wenn ihr mir die abonnieren könnt, ihr müsst die Videos gar nicht unbedingt angucken, aber das wird mir sehr helfen, denn ich würde auch unheimlich gern dort Livestreams machen, denn da habe ich einfach Freude dran. Ja, jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag und schöne Pfingsten für diejenigen, die herkommen. Natürlich eine schöne Zeit hier. Und ich zoome jetzt gerade nochmal hier zu der Ölbohrinsel. Ja, alles Liebe und bis morgen oder später in einem anderen Video oder Livestream. Eure Astrid Marie. Tschüss.